Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute mal kein Fahrzeug, sondern der Motor steht schon direkt da. Und wir wollen bei diesem Motor, das ist der Motor A16XER oder auch Z16XER. Ein 6er Opel Motor. Das ist übrigens der Kollege, bei dem wir die Videoreihe gestartet haben, mit dem, wo er so extrem gequalmt hat. Das Video war sehr wahrscheinlich vorher schon veröffentlicht. Und den Motor wollen wir jetzt natürlich auch einigermaßen, das ist der gebrauchte Motor, der da reinkommt, wir wollen den einigermaßen, das was wichtig ist und wo man schwierig drankommt, vorab die Sachen neu machen. Deswegen habt ihr auch in der Videobeschreibung stehen, Getriebe, seitig, Kurbelwellen, Wellendichtring oder Simmering, wie man den auch ab und zu nennt, Wellendichtring, den wollen wir einmal austauschen. Hier in dem Video werden wir den jetzt getriebeseitig machen und ein separates Video machen wir noch, wie der zahnriemenseitig gewechselt werden könnte. Das Problem ist, wir haben dafür kein Spezialwerkzeug bekommen und mussten uns da so ein bisschen was basteln, überlegen und deswegen nehme ich euch mit, um euch einfach mal, ich werde die Arbeit sowieso machen und da dachte ich, nehme ich mit, falls jemand so einen Motor hat und sich denkt, ach, Getriebe runter, Simmering wechseln, kein Problem, denn nicht mal Opel hatte das Werkzeug bei uns hier vor Ort und XXL bekommt den erst in 2 Monaten, glaube ich. Deswegen, wenn ihr das Video euch anguckt, wird es wahrscheinlich schon bei XXL möglich sein, sich Werkzeug dafür zu besorgen. Deswegen wundert euch nicht, warum in dem Video wir das so mit so einem Umpresswerkzeug ausprobieren werden, weil ich den halt irgendwie wechseln möchte und wir leider kein passendes Werkzeug haben. So, und ich nehme euch mit, um zu zeigen, wie speziell das ist, den rauszuholen und wie speziell das ist, den einzubauen, auf was man alles achten kann, muss und dass man zum Beispiel, wenn man diesen Simmering wechseln möchte, könnt ihr auf jeden Fall damit rechnen, dass ihr die Ölwanne abmachen müsst und warum. Würde ich euch sehr gerne zeigen. Ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer, und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30. 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Also, es ist wie folgt. Wir konnten auf dem alten, erstmal, hier befindet sich die Schwungscheibe. Davor befindet sich die Kupplung. Das Ganze sieht hier so aus. Hier ist die Schwungscheibe. Die ist davor geschraubt. Und vor der Schwungscheibe ist die Kupplung dran geschraubt. Das bedeutet, wenn ihr diesen Simmering-Wellendichtring wechseln möchtet, dann müsst ihr auf jeden Fall damit rechnen, auch wenn ihr die alte Kupplung verwenden wollt, dass ihr die Kupplung schon mal zentrieren müsst, weil, seht ihr? So, die muss auf jeden Fall zentriert werden. Da gibt es ein separates Video zu. So, Kupplung abschrauben. Zack, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben. Da habt ihr die Kupplung ab, dann habt ihr Schwungscheibe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ab, dann kommt ihr schon mal an den. Dann seht ihr das Ganze. Hier ist die Besonderheit, dass der Kurbelwellensensor
und der Wellendichtring eins ist, beziehungsweise den Sensor können wir einzeln abschrauben. Wir schrauben den jetzt mal ab. Wir nehmen da einen 4er Imbus. Müsste sein, ja. Und können den einmal abschrauben. Können wir den Sensor hier rausholen. Und jetzt ist halt die Besonderheit, hier sitzt nochmal eine Scheibe drauf. In der Scheibe aufpassen. Hier ist nämlich eine Magnetbeschichtung quasi drauf. Hier ist ein Magnet drauf. Komplett. Deswegen aufpassen, dass ihr den nicht beschädigt. Der ist wie quasi der ABS-Sensor, diese Magnetscheibe, die hier drauf ist, wo er das Ganze hier abliest. Den könnt ihr auch nicht vertauschen, weil sonst kriegt ihr die Schrauben nicht drauf. Wenn ihr den so drauf macht, so war ja glaube ich, nee, so ist falsch rum, seht ihr, dann passen die Schrauben nicht. Den könnt ihr schon mal nicht vertauschen. So. Jetzt ist natürlich die Besonderheit, den halt abzubekommen. Der Teil lässt sich abbrechen und rausholen. Der erste Teil. Der zweite Teil ist aber der Simmerring. So, und das Problem ist, man muss ein Loch bohren, man muss eine Schraube reinmachen und das Ganze rausziehen. Das Problem ist, beim Rausziehen knackt das Ganze und circa auf, wenn hier 6 Uhr ist, 5 Uhr und 7 Uhr, da sind zwei kleine Löcher oder etwas größere Löcher, die sehen wir auch nachher, wo diese Kunststoffteile in die Ölwanne fallen. So. Das bedeutet, und so, und dann ist das Problem, dann zieht ihr den einmal raus, er knackt, verbiegt und dann fallen diese kleinen Flocken, die fallen da alle rein. Der Simmering ist jetzt natürlich von dem anderen Motor. Das ist von dem gebrauchten, wo wir das neu machen wollen und das werden wir jetzt auch einmal machen. Das Problem ist halt auch noch, wenn man das Ganze abmacht, erstens ein paar Stückchen fallen rein, ein paar Stückchen kleben dann auch noch fest. Das muss man dann alles abkratzen, abschleifen und dabei kommen trotzdem Dreck unten rein in diese zwei Löcher und fallen dann in die Ölwanne. So, dann holen wir den jetzt einmal raus. Den knacken wir einmal ab, damit wir den Teil schon mal abhaben. Klack. Jetzt ist er einmal gebrochen. Und wichtig ist es, bei dem neuen Wellendichtring diese Schutzkappe nicht abmachen. Die werden wir noch brauchen. Ich zeige euch auch warum. Jetzt müsst ihr euch circa 6 Uhr und circa von der Mitte, wir messen das mal eben, von der Mitte 2,5 cm könnt ihr nehmen, wenn wir hier die Mitte haben. Wenn wir hier die Mitte haben. 2,5 cm, circa, da können wir dann bohren, die Mitte. Ja, Mitte 2,5 cm, 2,5 cm nach links und nach rechts, da sind solche zwei kleine Bohrungen, wo man dann quasi mit dem Bohrer weitergehen kann und nicht gegen den Block bohrt. So, jetzt nehmen wir einen kleinen Bohrer und bohren da einmal ein kleines Loch rein. So. Und jetzt können wir, das hier ist ein Spezialwerkzeug, aber eigentlich könnt ihr auch eine lange Schraube reinschrauben, damit ihr das Ganze ziehen könnt. So. Und jetzt hebelt ihr das Ganze einmal raus. Schön mit Gefühl.
versuchen, so wenig wie möglich zu biegen. Und der kommt so ein bisschen besser raus. Der kam gut raus. Der andere, hier sind keine Stücke mit rausgekommen. Aber der andere hatte, war festgeklebt. Also hat sich schon festgebacken. Und ja, wie wir sehen, ist es nicht schlecht, dass wir den austauschen, weil der wirklich schon nicht so gut ist. Jetzt macht er keinen Fokus. Die Kanten schon nicht mehr so gut flexibel sind. So, das ist schon mal gut. Jetzt zeige ich euch einmal, wo die Löcher sind. So, die Fläche natürlich sehr, sehr gut sauber machen. Hier oben sind trotzdem Reste übrig geblieben. Das Ganze ist wirklich mit ganz feinem Cuttermesser abmachen und mit Schleifpapier abschleifen. Da sind wohl doch Reste da geblieben. Ja, hier kann man sehen, dass der oben ein Streifen dran geblieben ist. Und das muss natürlich picobello sauber sein, damit wir den neuen drauf machen können. So, und wenn das Ganze dann gut sauber ist und entfettet ist, natürlich den neuen Sensor auch einmal entfetten, falls man den mit der Hand angepackt hat oder irgendwas draufgekommen ist. So. Und der Ring bleibt aber natürlich drauf, der für den Kurbelwellensensor. So, und wichtig ist es, die Schutzkappe drauf zu lassen, damit diese Lippen vernünftig da drüber fahren können. Also wir setzen den hier jetzt einmal an. Und wichtig, der muss sich gerade da reinsetzen. Und das, was ich nicht gezeigt hatte, er sitzt nicht bündig. Also diese Kante sitzt nicht bündig hier dran. Die hat nämlich ein bisschen vorgeguckt. So, dann setzen wir das Ganze mal an und fangen an. So, das ist schon mal gerade. Und jetzt müssen wir das Ganze einmal so. Und wichtig ist, der muss halt gerade da rein, weil sonst der Ring nicht vernünftig laufen kann. So, die Kappe bleibt drauf. Das haben wir zentriert. Überall bündig dran. Und natürlich mit nicht viel Gewalt den jetzt da reinsetzen. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Damit. Der ist aber auch nicht hundertprozentig gerade. Oder halt mit so einem Isolierband. Aber das Problem ist, der kommt da nicht ganz drauf. Da muss man das Ganze hier einmal ein bisschen abschneiden. Der wird da wahrscheinlich auch nicht ganz drauf kommen. Wir probieren das mit dem Ring, den da drauf zu schlagen. Mit Gefühl. Ich probiere gleich erstmal den. Nur mit Hand. Der drückt den halt auch nicht komplett. Können wir eigentlich etwas weicherem. Unten muss er jetzt noch ein bisschen rein.
Das sollte genügen. Also der sitzt nicht komplett bündig. Er guckt immer so ein kleines Stückchen raus. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen hin und her geschlagen. Also hundertprozentig bündig kriegt man ihn nicht. Aber das musste auch nicht, glaube ich. Also der vorige war auch nicht bündig drin. So, dann muss man aber auch natürlich jetzt die Scheibe sauber machen. Und die Scheibe muss natürlich jetzt ohne Probleme da drauf passen. So. So, und wenn jetzt die neue Kupplung kommt, dann zentrieren wir das Ganze. Und dann sollte das Ganze passen. Also dann können wir den Sensor jetzt umschrauben. Ja, reinschrauben. Und hier kann man halt auch natürlich sehen, wenn man den Kurbelwellensensor wechseln möchte, wie man das Ganze wechseln kann. Anlasser raus und dann kommt ihr hier mit der Schraube rein, mit dem Imbus rein, um die Schraube dafür zu lösen. Auch jetzt nicht gerade sehr dankbar, aber... Ups. Ja Leute, und so kann das Ganze aussehen, wenn man den Wellendichtring auf der Getriebeseite wechseln möchte. Und was haben wir hier für ein Maß? Das kann ich euch mitteilen. Ich habe das Ganze mit einem 90 mm Durchmesser Hülse das Ganze draufgeschlagen. Aber ihr benötigt, um es gut drauf zu bekommen, ein, ja, 95er, 95 mm benötigt ihr, um das gut drauf zu bekommen. Ja, und so kann das Ganze aussehen. Jetzt fehlt halt noch die Kupplung. Da wird es ein separates Video zu geben, genauso wie Zahnriemen, separates Video und den Wellendichtring von der Kurbelwelle zahnriemenseitig, den machen wir auch noch. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, weitergeholfen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da, lasst ein Abo da und alle weiteren Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und schreibt bitte unten in die Kommentare, ob ihr Interesse habt, dass wir die Motoren auch so zeigen, quasi, dass sie nicht im Auto drin sind und so Reparaturen zeigen wie Zahnriemen oder Steuerkette. Ist für mich natürlich viel einfacher und viel besser abzufilmen, aber es ist halt nicht, sage ich mal, detailgetreu im Auto, wo was abgebaut werden muss. Aber dafür kann ich viel besser zeigen, wie man das Ganze austauschen kann, weil es gäbe halt die Möglichkeit, sich Motoren zu besorgen und da halt die Steuerzeiten, die Zahnriemen, die Steuerketten zu wechseln, oder schreibt einfach mal unten in die Kommentare, welche Motoren euch interessieren und bei welchem Motor wir was machen sollen. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!